So, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Dialogveranstaltung, zweiter Teil. Es geht ja um den Dialog mit dem Verbraucher, was, glaube ich, gerade von uns Landwirtschaftsseite ganz, ganz wichtig ist. Wir können alles Mögliche produzieren, aber wenn wir am Verbraucher vorbei produzieren, bringt uns das alles nichts. Ich darf Sie alle ganz herzlich hier in diesem Saal begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich unsere bayerische Landwirtschaftsministerin, Frau Kanniber, wieder zu uns gesellt hat. Und ganz natürlich begrüße ich euch alle, die Gäste, die heute aus Interesse zu uns gekommen sind. Ja, heute ist Weltverbrauchertag. Ich glaube, besser können wir uns gar nicht hinkriegen. Was bietet sich da besser an als der Dialog mit dem Verbraucher? Im Voraus ein paar Gedanken zur heutigen Veranstaltung. Sowohl die Landwirte wie auch die Verbraucher befinden sich in einer Blase. Jeder tut sich schwer, die Dinge aus einer anderen Sicht zu sehen. Eine Möglichkeit, die Sicht der anderen zu erfahren, ist der Dialog. Deshalb sind wir heute hier. Oder man bedient sich Umfragen. Ich habe das einmal gemacht. Bei IMA Information Medien Agrar, das ist sehr neutral gehalten. Welche folgenden Aussagen stimmen Sie zu, wurde dort gefragt. 87% der Antwortgeber, die deutsche Landwirtschaft ist unverzichtbar. 33% haben noch gesagt, zusätzlich noch, die deutsche Landwirtschaft soll sich mehr auf Landschaftsschutz konzentrieren und weniger auf die Produktion landwirtschaftlicher Produkte. Und 5% haben gesagt, das macht mich ein bisschen fassungslos, Deutschland kann auf eigene Landwirtschaft verzichten, da außenreichend Produkte aus anderen Ländern eingeführt werden können, um uns zu versorgen. Also ich glaube, vielleicht ist auch diese Umfrage vor anderthalb Jahren gestellt worden, da hat es alles noch andere ausgeschaut. Und welche Eigenschaften wünschen Sie sich von den deutschen Landwirten? 88% die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen, 78% sollen mit ihren Tieren verantwortungsvoll umgehen und 71% sollen mit Boden, Wasser, Luft verantwortungsvoll umgehen. Es gibt noch mehrere Punkte, aber ganz ehrlich gesagt, wie ich diese Umfrageergebnisse gesehen habe, das kann ich alles so mit unterschreiben. Genau das wollen wir auch. Den Boden, der Boden, das ist unsere Grundlage für unsere Betriebe. Warum sollen wir den zerstören? Niemand käme drauf, ein Auto zu zerstören, mit dem er noch fahren möchte. Das alles, was ich gerade vorgelesen habe und noch mehr Punkte, können wir nahtlos genau so unterschreiben. Aber wie ist es? Ja, die Landwirte, 88% haben gesagt, sollen die Bevölkerung mit Nahrungsmittel hoher Qualität versorgen. Diesen Eindruck, dass das so ist, haben 45%. Dass wir mit den Tieren verantwortungsvoll umgehen, diesen Eindruck haben leider nur 31%. Ich kürze das jetzt absichtlich ein bisschen ab, damit wir im Zeitrahmen bleiben. Es wären noch ein paar Punkte zu nennen. Aber wo kommen diese Diskrepanzen her? Warum ist das Bild draußen in der Bevölkerung beim Verbraucher so? Sind es Gruppierungen, die Landwirtschaftskritik als Geschäftsmodell verstehen? Oder sind es die neuen, modernen, sozialen, vielleicht auch asozialen Medien? Oder ist es einfach die Unkenntnis über Landwirtschaft? Deshalb lassen Sie uns den Austausch suchen. Mein Wunsch wäre, dass aus der heutigen Veranstaltung ein regelmäßiger Austausch wird. Das wäre eigentlich das Ziel dieser Veranstaltung. So, eigentlich wäre ich jetzt schon am Ende. Wer jetzt noch Fragen hat aus dem Publikum, wir haben Karten verteilt, bitte die Frage draufschreiben und hochhalten, dann wird sie von unseren Mitarbeitern eingesammelt und wir ordnen die ein bisschen und strukturieren die ein bisschen. Als Hinweis, heute steht der Dialog mit dem Verbraucher im Vordergrund, deswegen werden heute Verbraucherfragen bevorzugt. Landwirtschaftliche Fachfragen werden wir natürlich auch gerne entgegennehmen, aber die geben wir dann der Frau Ministerin einfach zur Beantwortung mit. Außer am Schluss ist noch etwas Zeit. In dem Sinne, Frau Kanniber, möchten Sie ein kurzes Statement abgeben oder gehen wir gleich zur Fragerunde über? Sehr geehrter Herr Auenhammer, meine sehr geehrten Damen und Herren Ehrengäste, aber ich glaube, es sind heute alle Ehrengäste. Ich möchte vorneweg gleich sagen, ich bin immer wieder zutiefst beeindruckt, wie die Abläufe spontan geändert werden bei Veranstaltungen. Ich bin heute gerne gekommen, weil es damals wirklich Unruhe gegeben hat. Es war die Aussprache wohl von der Seite des Bauernverbands geplant,
Bei uns war sie so nicht drin und dafür möchte ich mich heute noch entschuldigen für Dinge, die ich zwar nicht getan habe, aber manchmal schadet es auch nicht, wenn man etwas sagt, was man vielleicht gar nicht verbockt hat. Aber das macht jetzt gar nichts. Ich möchte heute ausdrücklich keine Rede halten. Keine Rede halten, weil wir jede Minute dafür nutzen sollten, auch wirklich ins Gespräch zu kommen. Ich möchte aber Danke sagen, dass es möglich ist, dass man genau diesen Dialog Landwirtschaft und auch den Verbraucher sucht. Wir haben bedauerlicherweise die Deutungshoheit für die Landwirtschaft verloren. Und Sie haben jetzt gerade die Frage gestellt, Herr Kreisobmann, Sie haben gesagt, naja, woran liegt das? Liegt es an den sozialen Medien oder liegt es an anderen Bereichen? Ich glaube schon auch, dass es etwas mit zunehmendem Wohlstand zu tun hat. Ja, dass es uns einfach zu gut geht, dass man die Standards immer weiter in die Höhe schraubt und sagt, das wollen wir jetzt auch noch. Dass aber Bayern das Land der agrarpolitischen Blaupause nicht nur für Deutschland, sondern eben auch für ganz Europa und die Welt sein kann, genau das wollen wir heute diskutieren. Und ich möchte aber an dieser Stelle es nicht versäumen, Danke zu sagen, auch vor allem an die Christine Reitelshöfer, die heute auch da ist. Die Landfrauen sind stets nicht bemüht, sondern sie kämpfen darum, dass genau diese Deutungshoheit, dass dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinsbildung von Kindesbeinen weg, ob in der Grundschule, aber auch schon beginnend in den Kindergärten, aber dann in der Grundschule und in den fortfolgenden höher einsteigenden Schulen auch passiert. Ob Landfrauen machen Schule, ob Erlebnis Bauernhof, ob wir im Kindergarten auch mit den Lebensmittelrettern einsteigen. Und mittlerweile besteht die Traurigkeit darin, dass die Kinder schon die Eltern erziehen, was eigentlich richtig und falsch ist. Und ich finde, wir können schon stolz drauf sein. Jetzt ist aktuell das neue Kula blickt auf und es bleibt dabei. 50.000 Anträge sind eingegangen in Bayern. Das heißt, jeder zweite Landwirt betreibt auf jedem dritten Hektar Agrarumweltmaßnahmen. Das ist die schönste Konsequenz, die wir daraus ziehen. Bayerns Bauern. Bayerns Bauern können tatsächlich Urproduktion von Lebensmitteln schaffen, aber den Spagat auch hin zu Agrarumweltmaßnahmen. Und genau auf das kommt es, glaube ich, vielen Verbrauchern an. Ich bin dankbar, dass ich heute hier sein darf. Ich sage vergelt's Gott, dass Sie alle heute gekommen sind während dem Tag und ich freue mich einfach auf eine anständige, ehrliche und offene Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier. Ich bin ziemlich überwältigt, dass der Saal so voll ist. Das ist toll, um diese Uhrzeit. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns selber vorstellen. Deswegen würde ich jetzt mal das Wort an die Frau Haas erteilen. Ja, bitte. Ja. So, dann starte ich gleich mal durch. Ja, mein Name ist Eva Maria Haas. Ich bin die Geschäftsführerin von unserer Bayerischen Bauern. Ich denke mal, vielen in dem Saal sagt es schon was, wir versuchen seit 6 Jahren, die Verbraucher näher an die Landwirtschaft dranzubringen. Wir sehen einfach, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung für die Branche. Wir müssen schauen, dass wir mehr Wertschätzung erreichen, mehr Akzeptanz natürlich bekommen. Und langfristig wollen wir natürlich auch die Nachfrage nach den regionalen Produkten steigern. Ich glaube, das Vertrauen in die Erzeugung von Ihnen und wie Sie es machen, und wir haben ja gerade gehört, da passiert sehr, sehr viel. Das schaffen wir auch durch Transparenz und die wollen wir versuchen zu schaffen mit vielerlei Maßnahmen. Genau. Und ich freue mich, heute mit Ihnen allen zu diskutieren. Ja, mein Name ist Marin Dippmann. Ich bin die Kreisbäuerin im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen seit diesem Jahr, seit letztem Jahr, also noch ganz frisch in dem Amt. Und ich bin gelernte Landwirtin und freue mich auf einen interessanten Nachmittag. Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Grüß Gott. Ich bin die Christine Reidelshöfer. Ich bin Ihre Bezirksbäuerin und Kreisbäuerin im Landkreis Ansbach und zugleich auch noch stellvertretende Landesbäuerin. Wir haben in Langenloh, Gemeinde Petersaurach, ich denke vielen sagt es was, einen Milchviehbetrieb und eine GbR, Lohnunternehmen, also alles, was man so landwirtschaftlich so braucht. Wir von den Landfrauen, uns ist es einfach wichtig, dass regionale Produkte auf kurzen Wegen verzehrt werden. Uns, wie es die Ministerin schon angesprochen hat, einfach den Kindern die Landwirtschaft wieder nahe zu bringen. Ja, ich stelle mich auch noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Claudia Bockhold. Ich bin seit einem Jahr Chefredakteurin vom Bayerischen Wochenblatt. Das kennen Sie alle.
Ich bin seit einem Jahr und ich muss sagen, ich finde diese Veranstaltung wirklich deswegen großartig, weil ich weiß, wie sehr Ihnen das Problem auf den Nägeln brennt. Ich habe viele Gespräche mit Landwirten geführt, die zum Teil tatsächlich verzweifelt sind. Das Thema Wertschätzung ist ein großes, fehlende Wertschätzung, Angriffe, zum größten Teil ungerechtfertigte Angriffe von Verbraucherseite. Das macht den Landwirten hier in Bayern wirklich enorm zu schaffen. Deswegen ist es, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung heute. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne ein bisschen in das Thema einführen. Frau Ministerin Kaniber, Sie sind jetzt seit ziemlich genau 5 Jahren Ministerin. Ich glaube, nächsten Montag feiern Sie kleines Jubiläum, gell? Ich glaube, es ist am Montag, ja. Wie hat denn diese Amtszeit Ihren Blick auf die bayerische Landwirtschaft und auf die bayerischen Landwirtinnen und Landwirte geändert? Also ich muss schon sagen, ich habe den Helmut Brunner natürlich immer bewundert. Ich war auch eine der ganz wenigen, die in der Fraktion immer gesagt hat, Helmut, komm, leg noch mal eine Legislatur nach. Wir können unmöglich auf dich verzichten. Ich habe nicht in den kühnsten Träumen mir träumen lassen, dass ich überhaupt Ministerin werden darf und dann auch noch Landwirtschaftsministerin. Aber machen wir uns auch nichts vor. Man hat natürlich tolle Jahre gehabt in der Wertschätzung für die Landwirte. Und als ich dann Ministerin geworden bin, war relativ schnell klar, dass dieses Landwirtsbashing an Schulen mit den Kindern ja schon ein Thema war, aber dann natürlich auch in der Öffentlichkeit. Und machen wir uns auch da nichts vor. 2019 dann das große Thema des Volksbegehrens, dann die Bauerndemos. Es waren wirklich verdammt harte Jahre, aber auch schöne und prägende für mich, weil ich wahnsinnig viel habe lernen dürfen. Aber eins war für mich auch immer klar, manche sagen, mein Gott, du Arme, du hast die Landwirte als Ressort. Nein, das stimmt nicht. Landwirte können verdammt hart sein, aber sie sind auch herzlich. Und ich hatte ja die Möglichkeit schon mal, ja, vielleicht das ein oder andere zu wechseln. Und es gab ja auch Diskussionen wegen Generalsekretär und so. Und ich wollte eindeutig bei den Bauern bleiben. Und deswegen ist es für mich natürlich trotz harter Zeit auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Sie sind ja sehr, sehr viel unterwegs in ganz Bayern auf vielen Terminen. Sie treffen viele Menschen. Was sind denn so die ärgerlichsten Vorurteile und Klischees, die Ihnen da gegenüber der Landwirtschaft begegnen? Naja, machen wir uns auch da nichts vor. Knallharte Vorurteile herrschen natürlich einmal, wenn man mit so Leuten im Fernsehen sitzt, bei der Münchner Runde mit einem Hannes Jennecke. Die packen dann in einen Satz Massentierhaltung, Bodenvergiftung, Wasser, also Brunnenvergifter, Tierquälerei, vergiftetes Essen mit Pestiziden. Die packen das genau in einen Satz so rein und das hört dann die ganze Welt und viele glauben es halt einfach. Und das ist genau das, was mir persönlich auch wehtut, diese Maximalanschuldigung. Und auch da möchte ich sagen, 98% der Menschen in Bayern hat mit der Landwirtschaft nichts mehr zu tun. Die Branche an sich ist geschrumpft auf 1,5%, aber die 98,5 reden genau bei diesen 1,5% mit, die eigentlich bestausgebildet sind, wie sie es besser machen können. Und das erschwert natürlich die Diskussion schon sehr. Offenheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Herr Ohrenhammer, Sie haben gesagt, die Landwirte müssen auch bereit sein, in die Diskussion zu gehen. Wo haben denn auch die Landwirte Nachholbedarf? Ja? Sind sie auch bereit, mal Fehler der Vergangenheit einzuräumen? Also so wie ich die Landwirte kennen habe, ja, so wie ich die Landwirte kenne, sind sie bereit und Veränderung, was von uns immer verlangt wird, der Wechsel, Veränderung in der Landwirtschaft, das ist eigentlich bei uns Tagesgeschäft. Jeder macht sich eigentlich permanent Gedanken, was kann ich da besser machen, was kann ich da besser machen, was kann ich da besser machen. Wir heizen bei mir am Betrieb seit 5 Jahren mit Hackschnitzel, auch dem Stall. Wir haben zuerst im Jahr 10.000 Liter Gas verschürt. Und 1,5 Jahr lang war die Heizung kaputt, haben wir noch 5.000 Liter Erdöl braucht. Das wird alles ersetzt mit Hackschnitzel. Und das ist eigentlich ein Grundbedürfnis, dass man schaut, dass man sich verändert, wo kann ich noch was besser machen. Weil ich glaube, wir können es uns auch wirtschaftlich gar nicht leisten, irgendwo stehen zu bleiben. Frau Reitelshöfer, an Sie meine nächste Frage. Auch Sie haben gesagt, Offenheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Das müssen... Können Sie vielleicht vom Herrn Auer nochmal nehmen, das Mikro? Auch wenn uns manche Veränderungen im Verhalten der Verbraucher und auch in der Veränderung des Konsumverhaltens nicht gefällt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Es ist mir einfach so wichtig, weil wenn man auf Berliner Ebene schaut,
aber auch Lidl oder sonst was, die sind ja vorangeprescht. Die Transformation der Ernährung heißt es immer so schön. Auch das Verbraucherverhalten hat sich ja geändert. Also wir sind jetzt mittlerweile bei 55 Kilogramm Fleisch pro Jahr, pro Durchschnitt. Ja? Es kommen immer mehr andere Lebensmittel, also andere pflanzenbasiertere Ernährung und. Wir müssen uns irgendwann einmal auch mit Kulturfleisch, wie es so schön heißt, mit In-vitro-Fleisch auseinandersetzen und. Und das sind Themen, die wir uns in der Landwirtschaft nicht verschließen dürfen, dass sich einfach das Konsum, das Essverhalten verändert und wir dann auch unsere Landwirtschaft verändern müssen. Weil Essen und Landwirtschaft hängt einfach zusammen. Und da müssen wir einfach auch den Blick offen haben und auch über den Tellerrand schauen, denn wir können nichts produzieren, was dann noch nicht verkauft wird. Was aber natürlich auch Fehler ist, wenn wir die Produktion umstellen und unsere Produkte werden nicht gekauft und dann kommt es aus dem Ausland. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen ist es so wichtig, dass man mit dem Verbraucher in Dialog ist und einfach auch mit der Politik. Da würde ich gerne anschließen mit einer Frage, die im Vorfeld gestellt worden ist an die Frau Kanniber. Wie bekommen wir denn die hohen Standards, die jetzt auch gerade erwähnt wurden, die draußen auf den Höfen gefordert sind, wie bekommen wir denn diese Standards auch ins Supermarktregal? Das ist immer genau dieses große Delta, dass natürlich wahnsinnig viel eingefordert wird an Standards, ja, aber die Wirklichkeit halt dann in der Kaufbereitschaft und vor allem in der Bezahlbereitschaft dann eine ganz andere ist. Ja. Also machen wir uns da mal nichts vor. Entscheidend ist, glaube ich, für uns genau das, was wir jetzt gerade von der Frau Reitelshöfer gehört haben, dass wir sagen, wenn wir etwas produzieren, dann muss die gesamte Wertschöpfungskette auch dahinter stehen. Es kann eben nicht sein, dass man einfordert, am Ende des Tages nicht bezahlen will. Das gilt im Übrigen genauso auch für den Lebensmitteleinzelhandel. Und da gehen wir schon auch sehr, sehr hart mit den Herrschaften ins Gericht. Also wir haben ja auch mehrere Schalten gehabt, als der Schweinefleischpreis jetzt natürlich auch in den letzten, jetzt steht er ja ziemlich gut, aber ich meine in den letzten Monaten und 2,5 Jahren haben wir schon sehr klar Kante bewiesen gegenüber dem LEH. Also zu sagen, man fordert ein, Haltungsstufe 3 und 4 und will es dann aber am Ende des Tages nicht bezahlen, da fehlt mir ehrlich gesagt die Handschlagqualität. Und es ist genau das, was dann passiert. Die Produktion wird dann ins Ausland verlagert. Man importiert eigentlich genau das Tierleid, was wir ja in Deutschland verhindern und importieren uns auch dann die negativen Klimaeffekte und das kann es eben nicht sein und deswegen haben wir auch aktuell im Schulterschluss, das glaube ich darf ich so sagen, glaube ich schon, marschieren wir sehr, sehr deutlich auch gegenüber der Bundesregierung, weil wenn wir heute schauen, was das Tierwohlprogramm anbelangt, was ja auf den Weg gebracht wurde vom Bund, dann würde allein der Mastschweine Stallumbau in Deutschland 71 Jahre dauern. Also dann ist für mich eigentlich sehr klar, was unterm Strich rauskommt. Es geht nicht mehr um den Umbau, sondern es geht um den Abbau der Nutztierhaltung und es gibt ja auch die klare Vorgehensweise einer Staatssekretärin Bender, die sich deutlich geäußert hat und gesagt hat, naja, -50% der Nutztierhaltung, also muss es geben, also der Abbau, das Abstocken der Tiere. Und wir müssen halt sagen, was wollen wir denn? Wollen wir tatsächlich Nutztiere halten mit einem hohen Tierwohlstandard? Dann muss das aber europäisch auch sein. Es kann nicht sein, dass Deutschland hier im Alleingang die Nutztierhaltung regelrecht umbringt, ja, und dann genau diese Produkte, die wir unter diesen Standards oder unter diesen Produktionsstandards eben nicht haben wollen, genau in unser Bayern und Deutschland importiert wird. Also das darf es nicht sein. Umbau der Tierhaltung, das ist für mich jetzt auch ein Stichwort, Frau Dippmann. Wie schaut es denn eigentlich aus? Die Verbraucher fordern immer mehr Tierwohl. Bei allen Umfragen bestätigen immer, wenn es um Tierwohl geht, da sind irgendwie fast 100% dabei, jawohl, das wollen wir. Was die Preise angeht, die Bereitschaft, höhere Preise zu zahlen, ist der eine Punkt. Aber wie schaut es denn auch auf den Dörfern aus mittlerweile? Wie groß ist eigentlich die Toleranz von Menschen, die auf dem Dorf leben, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind, auch zum Beispiel neue Ställe, den Umbau neuer Ställe zu akzeptieren? Die Woche haben wir noch mit dem Schweinehalter gesprochen in der Redaktion, der sagt, er kriegt keine Genehmigung. Er würde gerne, ja, er wird diese Investitionen noch gerne tätigen, aber er kriegt keine Genehmigung. Ja, das hört man leider immer öfter, dass Bauern oder Landwirten, die eben in Tierwohl investieren wollen, in neue Ställe investieren wollen, Steine in den Weg gelegt werden. Und von der Akzeptanz auf die Dörfer ist leider auch immer mehr das Problem, dass man Gegenwind bekommt.
Aber es gibt auch andere Beispiele, wo dann einige Verbraucher zu einem mal auf den Boulder kommen und sagen, wow, was machst du da eigentlich? Ist ja voll schön, wie du deinen Acker bewirtschaftest oder wie du deine Tiere hältst. Eine Frage in Richtung Frau Haas. Sie sind ja ganz intensiv auch in den sozialen Medien unterwegs mit UBB. Sie zeigen viele gute Beispiele, beste Beispiele dafür, für Tierhaltung, für regionale Lebensmittelproduktion. Kriegen Sie denn auch Kritik da in den sozialen Medien? Werden Sie damit konfrontiert, dass Sie kennen, wir haben gerade das Stichwort alles Tierquäler, werden Sie damit auch konfrontiert? Wir kriegen Kritik, ganz klar. Uns ist die Transparenz wichtig und jede Kritik, die wir bekommen, gibt uns aber auch die Chance, noch mehr über die Landwirtschaft zu erklären. Und wir merken einfach bei vielen Diskussionen, auch bei den Vorurteilen, dass einfach sehr wenig bekannt ist. Und das ist für uns einfach die Chance, dass wir da noch besser kommunizieren. Und ich glaube, früher war es nicht notwendig, weil viele so nah dran waren. Aber in der Zwischenzeit ist die Gesellschaft so weit entfernt. Und ich sage auch immer, andere Branchen, wenn es auch in anderen Branchen, bei der Automobilindustrie, wenn die ein neues Auto haben, sie reden davon, die machen Werbung davon. Die Landwirtschaft hat es früher nie gelernt, auch dafür zu werben. Und ich glaube, das hat sich durch den gesellschaftlichen Wandel verändert. Wir müssen selber aktiv sein. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, im Schulterschluss in der Branche, und da so weit wie möglich schon mal die Kräfte bündeln. Und das Ministerium hilft ja auch noch mit und unterstützt uns bei dem einen oder anderen Projekt. Und ich glaube, wir müssen es nur schauen, dass wir es noch intensiver hinbekommen. Wenn ich sehe, meine alte Firma hat 5% des Umsatzes für Marketing ausgegeben. Wenn wir jetzt unseren auf so einen bayerischen Produktionswert jetzt anschauen, wir geben zurzeit 0,25% aus, dann muss man sich nicht wundern, warum das andere häufiger und öfters hört und auch verschiedene Werbungen, die man im Radio hört, einfach so einprägsamer sind oder so abrufbar sind, wenn man an Seitenbacher und Co. denkt. Frau Kanniber, ich würde noch mal zum Lebensmitteleinzelhandel zurückkommen wollen. Tierwohl und Kennzeichnungspflicht ist das eine, das andere ist, wie viel eigentlich am Ende beim Erzeuger ankommt. Ich habe hier eine ganz eindrucksvolle Statistik, die zurückreicht bis in die 70er Jahre hinein. In den 80er Jahren, ich zitiere mal, bei den Eiern lag der Anteil an dem, was die Hersteller dann tatsächlich bekommen, nie unter 70% in den 80er Jahren. 2020 belief er sich nur noch auf 41%. Also ein immer geringerer Teil von dem, was die Verbraucherinnen und Verbraucher für ihre Nahrungsmittel bezahlen, kommt auch bei den Erzeugern an. 2020 waren es nur noch knapp 21%, 1980 war dieser Wert noch doppelt so hoch. Also da läuft doch irgendwas ganz grandios schief. Was kann die Politik da machen? Muss die nicht doch mehr regulierend eingreifen? Naja, es hat ja schon Versuche gegeben in den 70er Jahren. Man hat es ja in Europa schon mal versucht, Preiseingriffe zu tätigen. Ist natürlich ein ganz klarer Widerspruch zu Angebot und Nachfrage zu einer marktwirtschaftlichen Handlung. Ich hoffe nicht, dass es zu planwirtschaftlichen Momenten kommt. Ja, das hoffe ich nicht. Und ich möchte jetzt auch noch mal etwas zitieren. Ich kann mich noch gut erinnern, als Julia Klöckner Bundesministerin war und wir auch oft über den Milchpreis diskutiert haben, ja, wie man Dinge auch festschreibt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten den Milchpreis festgeschrieben, der vor 2 Jahren da war. Dann wären wir nicht zeitweise auf über 60 Cent gesprungen. Genauso im Übrigen auch der Schweinezyklus, wenn man sich den mal vor Augen hält. Also das ist natürlich noch mal ein Extrembeispiel. Aber ich glaube, es wäre ein wirklich Maximalschaden, hier auf Preisgestaltungen zuzugreifen und zu sagen, man braucht einen Mindestpreis. Ich glaube, wir dürfen nicht müde werden, Verträge, auch Lieferverträge, so zu stricken. Ich weiß noch, Julia Klöckner hat damals sehr deutlich gesagt, zum Beispiel bei der Milch, da ging es um den Paragraphen 148, gemeinsame Marktordnung, und sie hat immer gesagt zum BDM, bitte zwingt mich nicht dazu, das scharf zu stellen, weil ihr seid die Ersten, die dann wieder da sind und sagen, ja, jetzt hätten wir aber einen anderen Milchpreis. Also, und deswegen auch ein Stück weit selber vorsichtig zu sein in der Gestaltung. Und bei der Milch war es jetzt ganz extrem, als der Milchpreis natürlich so hoch war. Was haben natürlich alle Milchbauern Bayerns getan oder andere Regionen, ja? Auf Teufel komm raus zu produzieren, was entsteht dann, ja? Viel Milch bedeutet dann auch
Ja, sinkende Preise. Also ich kann es halt auch nicht ändern. Also deswegen sage ich auch schon, auf das Marktgefüge und die Marktmechanismen einer ordentlichen Marktwirtschaft zu achten, wäre schon manchmal auch gut. Ich habe ja auch noch eine Frage, die so ein bisschen das Thema Angebot und Nachfrage streift und vielleicht auch so ein bisschen mediale Verwirrung, weil wir werden von Informationen geflutet heutzutage. Dazu kommt auch eine Frage, wie sieht eigentlich die regionale Versorgung mit Schweinefleisch aus? Auf der einen Seite wird die Hälfte exportiert, liest man, also gehe ich davon aus, dass es zu viel gibt. Auf der anderen Seite wird beklagt, dass es immer zu wenig Schweine gibt, Tendenz abnehmend. Was ist nun richtig? Haben wir zu viel oder zu wenig Schweinefleisch? Also es ist so, dass wir natürlich im Ferkelerzeugerbereich, also in den letzten Jahren, sauber Federn gelassen haben. Und man darf auch so nicht denken, ja, was wir exportiert haben, war sehr oft genau das, wie man so schön sagt, das fünfte Viertel. Gell? Also genau die Dinge, die wir nicht gerne essen oder wir halt nicht mehr gerne in Europa oder auch in Bayern. Also wenn ich jetzt an die Nase, Ohren und Schwanz halt denke oder Füße, das ist halt vielleicht der Asiate, aber auch nicht mehr lang im Übrigen, weil der baut selber seine 26 Stöcke und baut da seine Schweineställe. Also wir brauchen schon, und da müssen wir auch sehr, sehr klug agieren, wir müssen uns schon auch die Ferkelproduktion im Land sichern, weil es macht auch keinen Sinn, und da frage ich auch oft die Landwirte im Übrigen, wo kriegen sie denn, und das fand ich immer spannend, wenn wir einen Selbstversorgungsgrad bei den Ferkeln von 74% zum Beispiel oder 77% hatten, habe ich gesagt, ja, wo kommt denn das Delta her, wo kommt denn der Rest her? Ja, das holen wir dann aus Dänemark. Also wir müssen dann schon auch mal schauen, dass unsere Wertschöpfungskette auch bei uns geschlossen ist und wir sagen, nein, wir produzieren tatsächlich für unser Land. Und wir müssen da auch mal die Zahlen auf den Tisch legen. Es hat ja immer geheißen, Bayern produziert für den Weltmarkt. Das sagt ja auch gern die Opposition im Bayerischen Landtag, was aber definitiv nicht stimmt, ja. Weil 60% unserer bayerischen Ware bleibt erst einmal in Bayern, 20% geht dann in den innerdeutschen Raum, 15% geht dann in den europäischen Markt und nur 5% geht in andere Drittländer. Und übrigens nur 0,0001% geht nach Afrika. Also wenn Ihnen jemand einredet, dass Sie die Landwirtschaft in Afrika zerstören, dann stimmt es halt einfach nicht. Aber wir müssen schauen, dass wir unsere Wertschöpfung auch im Land halten. Also wir können nicht über das eine reden, ja, und sagen, Achtung, Verbraucher, kauft unser regionales Fleisch, aber wir bedienen uns dann an Ferkeln aus Dänemark. Das darf es halt nicht sein. Also unsere Wertschöpfungsketten müssen auch geschützt werden, ausgebaut werden mit Verlaub. Also da müssen wir unsere eigene Ernährungssouveränität schon auch erhalten. Zum Thema Selbstversorgungsgrad kam auch noch eine Frage bzw. eine Anmerkung, die sowohl aus Sicht der Landwirte als auch Sicht der Verbraucher interessant ist. Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland liegt bei etwa 80%. Bei uns, wir wollen den Selbstversorgungsgrad natürlich hochhalten, das ist klar. Jetzt ist es aber auch gleichzeitig so, dass immer mehr Fläche für Straßen, Wohnhäuser, PV-Anlagen umgenutzt wird, sodass immer mehr landwirtschaftliche Nutzfläche, vor allem Ackerland, wegfällt. Wie geht sich das zusammen? Also auch etwas, was mich sehr, sehr belastet. Ich habe ja einen sehr hochgeschätzten Kollegen, der selber Landwirt ist, aber auch Energieminister. Ich möchte gar nicht in seinem Herzen sitzen wollen, weil der fühlt sich wahrscheinlich am meisten zerrissen, nämlich mein Kollege Aiwanger. Das ist natürlich echt eine spannende Frage. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Wohnraum, wir brauchen erneuerbare Energie, wir brauchen Artenschutz, wir brauchen das alles. Aber wenn man bitte genau liest, was das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt hin und wieder über die Caniva schreibt, dass ich da wirklich maximal dahinter bin, dass Photovoltaik zum Beispiel nicht auf Ackerboden passiert. Also wir brauchen Alternativen und wir müssen uns auch die Frage stellen, wie wir im 21. Jahrhundert für die Zukunft bauen wollen. Kann es richtig sein, dass wir Flächen versiegeln beim LEH zum Beispiel, bei Discountern? Kann das sein, dass da riesengroße Parkflächen überirdisch sind? Nein, kann nicht richtig sein. Also runter unter die Erde mit einer Tiefgarage, oben drüber bitte auch mal zulassen, dass es nicht alles ausschaut wie ein Schuhkarton, sondern vielleicht auch mal Wohnraum oder Büroräume zuzulassen. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber der ganz zentrale Schlüssel, und ich habe das immer gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es mittlerweile der Zeitpunkt gekommen ist, weil
Die Landwirtschaft, mit Verlaub, muss für alles herhalten. Für Infrastruktur, für den Straßenbau, für die Erneuerbare, ich habe schon gesagt. Die Landwirtschaft muss für alles herhalten und es war kein leichtes Unterfangen. Wir haben jetzt aktuell das Landesentwicklungsprogramm verhandelt im Bayerischen Landtag und es war kein leichtes Unterfangen, aber ich bin dankbar, dass diese Staatsregierung, bestehend aus uns beiden Parteien, uns einig sind, dass wir in dem zukünftigen Landesentwicklungsprogramm landwirtschaftliche Flächen sichern als Vorrang- und auch Vorbehaltsgebiete. Das heißt, jeder Landrat hat dann die Möglichkeit, mit seinem regionalen Planungsverband zu schauen, was sind unsere stärksten Böden? Wie können wir diese auch schützen für die Urproduktion von Lebensmitteln? Weil, glauben Sie mir, das Thema Ernährungssouveränität wird ein Bombenthema in den nächsten Jahren in Europa. In Europa, nicht nur in Bayern. Und ich habe versucht, dem Cem Özdemir auch mal aufzuzeigen, warum es nicht gut ist, 4% der Fläche stillzulegen über die GAP. Ich habe es ihm auch versucht zu erklären, warum es nicht gut ist, in einer Biodiversitätsstrategie beim Green Deal 30% der Wald- und Flurflächen auch nochmal stillzulegen. Das ist der wirklich ernährungssouveräne Tod Europas. Und auch im Übrigen der Rohstoffe, wenn ich an den Wald denke, ganz genauso. Und er schaut mich ehrlich gesagt riesengroß an. Also wir müssen wirklich aufhören, ja, Flächen so zu verbraten. Und ein Punkt bitte nur ganz kurz, wenn ich den noch sagen darf. Auch artenschutz- und biodiversitätstechnisch und rechtlich müssen wir schon sehr klug agieren. Warum müssen wir nach wie vor so viele Ausgleichsflächen für Infrastrukturprojekte ausgleichen? Es kann doch produktionsintegriert gearbeitet werden. Der Landwirt soll die Fläche kriegen, er kann da wirklich drauf arbeiten, wirken, Urproduktion von Lebensmitteln, aber auch Artenschutz und ja, Biodiversität leben. Also das, glaube ich, müssen wir hinbekommen, auch mit dem Umweltministerium, da sind wir gerade dabei. Da möchte Herr Auerhammer was dazu sagen. Genau, weil das Thema brennt mir jetzt auf den Nägeln. Ihr wisst ja genau, ich bin ein strikter Gegner von Freiflächenphotovoltaikanlagen, weil ich denke, wir müssen weiterdenken. Wir haben im Moment wirklich eine interessante Zeit, aber ich glaube, wir müssen unser Konzept entwickeln. Was machen wir wo? Also die Ackerflächen, glaube ich, da sind wir uns einig, die brauchen wir eigentlich zum Lebensmittel produzieren. Photovoltaik, Strom produzieren kann man auch über einen Parkplatz vom Supermarkt. Das hat auch noch den Vorteil, da sind schon Kabel drin. Ja? Und Biodiversität, wenn ich sehe, wenn ich manchmal durch die Gegend fahre, ich fahre ziemlich viel rum, wenn ich sehe, wo überall rumgemulcht wird, da sträuben sich mir die Haare. Ich glaube, wir brauchen ein Konzept. Also das mit dem Lebensmittel produzieren auf die Dächer, das hat man schon, vielleicht schon mancher probiert, das funktioniert nicht. Man kommt da mit dem Meter schon schwer hoch. Man kann Photovoltaik auf Dächern machen und, da haben vielleicht noch nicht viele dran gedacht, auch an Wänden. Da haben wir im Winter einen super Einstrahlwinkel und es liegt kein Schnee mehr drauf, sofern bei uns noch irgendwo Schnee liegt. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Und da gehen wir im Moment eigentlich sehr, sehr leichtsinnig mit unserer Zukunft um. Wir haben fest versprochen, dass wir Fragen beantworten. Ich könnte jetzt mal zwei kombinieren. Das eine ist, da kam vorher schon im Vorfeld was, Labelwirrwarr. Ja? Es gibt so viele Labels, der Verbraucher blickt da gar nicht mehr durch. Was bedeutet was? Kann man das nicht ein bisschen kanalisieren, ein bisschen übersichtlicher machen? Und da kommt gleich eine Frage hinterher von einer Lehrerin, 51 Jahre alt. Warum kann die Politik nicht durchsetzen, dass die Herkunftsländer bei Nahrungsmitteln konsequent angegeben werden müssen? Dadurch könnten die Verbraucher sehen, woher die Produkte kommen und sich für Produktionen aus Deutschland entscheiden. Unterstreiche ich ausdrücklich natürlich, haben wir auch versucht, das ist ja, macht ja nur Sinn, wenn ganz Europa mitmacht. Ja, und da auch alle unter einen Hut zu bringen, an dem hat sich ja Julia Glöckner schon die Zähne ausgebissen. Das ist ja auch genau unser Vorwurf, weil man ja immer gesagt hat, das dürfte kein Problem sein. Aber genau das macht es uns ja aktuell so schwer, dass wir die Haltungskennzeichnung in Deutschland ja vorantreiben und sagen, wir in Deutschland haben Haltungsstufen 3 und 4 und alles ist wunderbar.
und lassen aber genau die anderen Länder eben ohne Herkunftskennzeichnung ja dann auch importieren. Das macht das Ganze nicht einfacher. Also ich kann das nur unterstreichen, wir kämpfen da auch drum, aber es muss halt europaweit dann auch passieren. Im Übrigen auch der Import von Drittländern, ja, also Mercosur ist ja immer wieder auch ein Stichwort. Da sind wir ganz klar für die Vorlagen und sagen, Achtung, wenn gewisse Umwelt- und Produktionsstandards, eben auch Tierwohl, nicht bedacht ist, dann wollen wir den Import so nicht haben. Sie haben das Labeling angesprochen, gell, Frau Bockhold? Ja. Das Labeling genauso möchte ich auch sagen. Mir wäre es ehrlich gesagt auch lieber, wenn wir eins hätten, am besten alles mit der geprüften Qualität aus Bayern. Weil, warum sage ich das? Weil 84% unserer Verbraucherinnen und Verbraucher dieses Labeling schon kennen. Also dieses ovale Zeichen mit den weiß-blauen Rauten, mit der geprüften Qualität aus Bayern oder unser Bio-Siegel, unser bayerisches, das kennt der Verbraucher. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten des Labelings und würden wir jetzt alle nur noch eins haben, in Bayern ist es natürlich schön, wenn es dann dieses eine wäre, aber wie gesagt, es gibt ja verschiedene Produkte, verschiedene Richtungen, ob im Biobereich, ob im konventionellen Bereich. Das ist nicht ganz so einfach. Die Möglichkeiten sind hier auch noch gegeben. Ja, also, und es will ja auch nicht jeder vielleicht explizit auf dieses eine den Fokus legen. Ja, vielleicht sagt der Nächste, nein, mir ist eine ganz andere Form der Produktion wichtig und ich möchte, dass das draufsteht, dass zum Beispiel der Landwirt, beim Landwirt und auch das Personal der Mindestlohn eingehalten wird. Also ist jetzt überzogen von mir, aber ich sage nur, dass die Sozialstandards und das alles eben passen würde. Also dem wird man wahrscheinlich nicht so leicht gerecht, aber entscheidend ist für uns, dass die bayerischen Siegel gekannt sind oder bekannt sind und dass die Leute natürlich auch zugreifen auf unsere bayerischen Produkte. Da würde ich die Frau Haas mal fragen, was sie dazu sagt. Das wird wahrscheinlich immer wieder ein Thema bei Ihnen sein. Ja, wir kriegen auch immer die Frage, an was kann man uns sich als Verbraucher orientieren? Und wir verweisen dann immer, am besten kauft beim Hofladen oder beim Metzger des Vertrauens, wo man weiß, die Sachen, wo die Sachen herkommen. Oder im Supermarkt ist GQ Bayern und auch das Bayerische Bio-Siegel einfach eine tolle Orientierungschance. Und es gibt natürlich noch viele andere Initiativen. Bei uns auf der Website findet man zum Beispiel auch so eine kleine Orientierung in dem ganzen Wirrwarr, was steckt hinter welchem Siegel, was steht für was. Aber ja, ich glaube, eine einfache Strukturierung hilft dem ganzen Verbraucher bei der Orientierung. Und meine persönliche Meinung ist, wenn auch die ausländischen Produkte gekennzeichnet werden würden, würde es, glaube ich, sehr, sehr viel helfen. Und ich sage jetzt mal, beim Auto führt man auch einen Katalysator ein. Und irgendwann ist es nicht nur die deutsche Automobilindustrie, die es einhalten muss, sondern jeder, der nach Deutschland reinliefert, ist gefordert. Und deswegen... Vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Möglichkeit, aber ich bin in der Politik da nicht so weit eingetaucht. Sie können sich auch gerne mal einschalten, wenn Sie möchten. Also wir vom Verband fordern ja Herkunftskennzeichen, fordern wir, dass es einfach immer dort steht. Und was am meisten nur ärgert, das ist ja nicht nur die europäisch, aber gerade bei Honig, auch wenn dann immer steht, außerhalb von Europa, ja, das kann dann von überall her sein und gerade beim Honig ist es ja dann meistens aus China und Honig ist für mich so ein Produkt, das, also sowas darf ich nicht im Supermarkt kaufen, sondern sowas muss ich einfach auf dem Land vom Imker kaufen und dieses Verständnis sollte einfach auf alle Lebensmittel wieder umkommen. Wir haben Dorfläden, wir haben Bauernläden, wir haben Einkaufen auf dem Bauernhof und solche Sachen soll man einfach wieder mehr benutzen, soll man einfach wieder mehr empfinden. Und wenn man ins Ausland fährt, die können das doch auch, wenn man nach Frankreich fährt oder so, da ist einfach der Einkauf, gehört schon zum Kochen dazu. Und das ist es auch, was uns Landfrauen wichtig ist, nicht bloß, wo die Sachen herkommen, sondern dass man die auch wieder verwerten kann, dass man wieder saisonal, regional kocht. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man überhaupt weiß, was bei uns wächst. Ja? Nicht bloß das Labeling, sondern was bei uns wächst. Und wann, wo was wächst, ja, also dass die Erdbeeren sind jetzt nur nicht rot auf dem Feld, ja, dass man sich einfach damit auseinandersetzt und das, ich glaube, die Frage kommt aber dann nur mit der Projekt, ich jetzt ganz gerne gleich mal einhaken, mit ja. der Projektwoche, uns ist es da einfach auch wichtig, dass man die Kinder da heranführt und deswegen ist uns die Projektwoche Schule fürs Leben so wichtig,
dass sie einfach wieder zeigen, wie bei uns die Landwirtschaft funktioniert, wie bei uns die Tiere gehalten werden, was es bei uns alles gibt und wie man die Sachen dann auch verarbeiten kann. Weil man da einfach schon so weit weg ist und das ist so ein richtiges Schneeballsystem. Es geht immer schneller, dass immer weniger wissen, mit unseren Urprodukten damit einfach umzugehen. Und das ist auch einfach was, wo wir auf die Verbraucher, von der Landwirtschaftsseite auf die Verbraucher zugehen wollen und das denen näher bringt. Und wenn man das über die Kinder macht, dann kriegt man die Eltern auch mit. Und das ist einfach für die Landwirte, die da sind, weil jetzt ist der Werbeblock mitzumachen bei der Schule fürs Leben und für die anderen, dass sie das einfach auch ihren Kindern, Enkelkindern und Lehrern sagen, ihr müsst unbedingt die Projektwoche machen. Frau Kaliber, ja, darf ich? Ja, ganz kurz, da muss ich einhaken, das ist jetzt mein Stichwort. Schulfach Alltagskompetenzen. Die Frau Singer hat es jetzt bei der Neujahrs-PK vom Bauernverband wieder ganz rigoros gefordert, sagt, wir brauchen dieses Schulfach. Die CSU hat das ja auch mal gewollt. Aber das wurde dann ein bisschen eingedampft und dann gab es nur noch Projektwochen. Naja, also man muss schon sagen, wir sind ja schon mal froh, dass wir das überhaupt etabliert haben. Gerade vorhin hat sich eine Lehrerin gemeldet, oft ist es ja nicht ganz so einfach, diese Schulfächer 1:1 zu leben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch lange gehadert. Ich bin selber Mutter von 3 Kindern. Und ich weiß noch genau, als ich in der Schule war, beim Schulfach Hauswirtschaft. Das war am Mittwochnachmittag von 14.25 Uhr bis kurz nach 3. Das hat jeder nur noch schnell abgemeiert und dann sind wir schnell nach Hause. Ja? Ehrlicherweise bin ich fast der Überzeugung, dass ich weiß, dass die Landfrauen sich immer dieses Schulfach, diese Rückkehr dieser klassischen Hauswirtschaft oder der Alltagskompetenz und Verbraucherbildung gewünscht haben. Aber jetzt lassen wir uns mal Schritt für Schritt gehen. Es gibt Länder in Europa, die machen das sehr gut vor. Und diese Projektwochen, diese zweimaligen, finde ich, haben schon etwas, weil die Kinder und Jugendlichen natürlich dranbleiben müssen. Also wenn die so in so eine Projektwoche gehen und gehen 2 Tage auf einen Bauernhof und müssen mal so richtig körperlich mitarbeiten, damit sie am Ende des Tages ein Stückchen Brot und ein halbes Glas Milch vor sich stehen haben und dann nochmal 2 Tage vielleicht in einen lebensmittelverarbeitenden Betrieb, ja, dass man mal wirklich in eine Metzgerei geht und schaut, ja, wäre das denn überhaupt was für mich? Ich glaube, wir können da so profitieren. Also ich glaube, uns ist nicht geholfen, wenn wir Larifari mal schnell ein Unterrichtsfach draus machen, ja. Da, glaube ich, haben wir nichts davon. Die Kinder sollen raus auf die Betriebe. Sie sollen schauen, was das Lebensmittelhandwerk alles bereithält. Und ich bin sogar überzeugt, dass der ein oder andere vielleicht sogar seine Leidenschaft entdeckt. Ja, weil vom Schulbankerl wird er nichts wirklich mitnehmen, außer ein paar Stichworte. Aber das mal zu sehen, wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Ressourcen das kostet, auch Lebensmittel zu produzieren, das ist so viel wert. Und ich glaube, er überlegt sich beim nächsten Mal, ob er eine Breze oder sein Pausenbrot leichtfertig wegschmeißt. Also wir können davon nur profitieren, indem wir sie eine Woche lang rausschicken zu den Betrieben, dass sie es miterleben, was es bedeutet, Landwirtschaft in Bayern zu betreiben. Hallo? Kultus ist ja auch gar nicht Ihr Ressort, Frau Kaliber, das ist ja auch ein bisschen gemein, aber jetzt trotzdem doch mal ein bisschen gemein nachgehackt. Es war mal die Rede von einem Schaubauernhof mitten in München. Das war nach dem Volksbegehren und das wurde auch von Ihrem Ministerium so formuliert, dieses Volksbegehren, das habe Gräben gerissen und man wolle versuchen, diese Gräben auch wieder zuzuschütten. Da ist ja leider nichts draus geworden aus dem Schaubauernhof, oder? Also, ich mag das ganz gern, wenn Sie das so fragen. Sie haben mich nicht ertappt. Wir haben natürlich versucht, das mitten in München zu machen. Das wäre ehrlich gesagt das Naheliegendste gewesen. Wir haben da mehrere Städten geprüft. Den Ministerpräsidenten wäre es ehrlich gesagt... Also dem Ministerpräsidenten wäre es das Allerliebste gewesen, wir hätten den Schaubauernhof mitten im englischen Garten hingestellt. Gell? Also das geht natürlich nicht. Und glauben Sie mir, da hätten wir auch sofort die ersten Tierschützer wieder, die gesagt hätten, ja, und das geht doch nicht und überhaupt in der Stadt. Und man findet ja tausend Persönlichkeiten, die gleich immer gegen etwas sind in unserem Land.
Wir haben es versucht, beim Tierpark in München anzudocken. Wäre natürlich sehr gut gewesen, da hätten wir sehr viel städtisches Klientel gehabt. Ging leider platztechnisch nicht. Und damit haben wir gesagt, okay, wir machen es in Grub. Es wird einen gläsernen Stall geben. Die Gelder stehen auch schon bereit. Die Planung ist auch schon im Laufen. Also wir machen das definitiv. Und wir wollen dann natürlich die Schulen aus dem Umfeld, aus dem Münchner Umfeld, aus München selber, aber auch aus dem Umfeld, natürlich auf schnellstem Wege auch da draußen haben in Grub. Dann kann man reinschauen, man kann genau schauen, wie Milch produziert wird. Wir haben eigentlich ehrlich gesagt auch überlegt, ob man nicht so eine Art Hofladen und Direktvermarktung dazu macht, damit die Leute einfach wieder auf den Geschmack kommen. Und jetzt möchte ich noch mal was sagen zum Bauernverband. Die Bauern, also nicht nur Schaustall, sondern eben auch dieses Wecken von Genüssen, diese Bilder zu produzieren. Das passiert ja auch auf der Bauernmarktmeile in München und in Nürnberg. Wir haben uns jetzt nochmal zusammen gerauft, ja, weil das kostet auch richtig Geld. Also wir unterstützen das auch weiterhin für den Bauernverband, weil das ganz wichtig ist, dass der städtische Verbraucher einfach ein Bild hat. Ja? Wo kommt dieses Produkt her? Wer hat es produziert? Im Übrigen, der LEH macht das ja jetzt auch ganz vorbildlich, dass auf den Kisten, wo die Äpfel herkommen oder die Heidelbeeren, dass jetzt auf einmal die Landwirtsfamilie mit drauf ist. Also ich glaube, dass diese Nähe einfach passieren muss und deswegen auch der Schaubauernhof, deswegen unterstützen wir auch die Bauernmarktmeile. Die ist ja jedes Jahr der absolute Run. Ja? Wenn da 10.000 bis 12.000 Menschen und mehr auf- und abmarschieren in München oder auch in Nürnberg, dann zeigt es auch diese Sehnsucht nach diesen ehrlichen Produkten, nach dieser ja, Authentizität. Und ja, kann ja keiner besser machen als die Landwirte. Ich habe ja eine ganz gute Frage. Ich würde jetzt vielleicht mal das ins Publikum reingeben. Wer von Ihnen kann schätzen, wie viel Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für Lebensmittel ausgegeben wird? Wer von Ihnen weiß das bei sich? 8%? 12? 14? Da hinten sehe ich 10. Ja, ich glaube, aber da sind wir, Frau Kanniber sagt schon, sie flüstert schon ein, sie weiß es genau. Naja, ich hätte jetzt gesagt, das sind knapp über 10%. Ja, genau, knapp über 10%. Und da hat ein Gärtnermeister, 45 Jahre alt, hat die Frage gestellt, die natürlich ein bisschen auch in Richtung der Verbraucher geht, nicht in Richtung der Politik, wie viel Prozent des Nettoeinkommens darf für den Einkauf von Lebensmitteln draufgehen. Also das müssen sich, glaube ich, die Verbraucher fragen, wie viel sie bereit sind zu zahlen. Und da sind wir ja bei einem ganz wichtigen Punkt. Es wird, der Gärtnermeister hat das auch mit angegeben, ja, im europäischen Vergleich sind wir da ganz, ganz schlecht. Sie haben es auch gerade erwähnt, wenn man mal nach Frankreich geht und in Urlaub ist, was da auf dem Markt auch an Geld ausgegeben wird für frische, hochwertige Lebensmittel. Also genau, also, aber wie kann man es verbessern? Und jetzt, das ist genau der Punkt. Wie kommen wir dahin, dass die Deutschen bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben? Wer hat denn dazu eine Idee? Wir müssen einfach mehr verlangen. Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja mehrere Sorten von Verbrauchern. Die Verbraucher, die jetzt schon zum Metzger gehen oder zum Direktvermarkter, die, glaube ich, sind sich ja dessen bewusst, was sie tun. Aber das Problem, glaube ich, sind die große Menge an, ich sage jetzt einmal, Discounter-Verbrauchern, die zum Discounter gehen und beim Discounter zählt nur der Preis. Ich glaube, das ist unser größtes Problem und das ist die schweigende Mehrheit. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme gerade von einer Veranstaltung vom bayerischen Ministerpräsidenten und auch mit dem bayerischen Finanzminister. Wir haben uns ein Jahr lang jetzt darüber unterhalten, wie man Strukturen aufrecht erhält. Ja? Wir alle, so wie wir da miteinander sind, alle, ja? Wir sind unterwegs, kaufen ein und der eine beim Discounter vielleicht, der nächste beim Vollsortiment, aber die Mischung hält sich ziemlich die Waage. Und wir reden oft über die Strukturen, die wir verlieren, Bäckereien, Metzgereien, aber auch die Dorfgaststätten. Wir verlieren das alles, weil wir schon ein Stück weit in dieser Geiz-ist-geil-Mentalität auf eine brutale Art und Weise in Deutschland verhaftet sind. Ich will Ihnen mal ein Bild zeigen. Der Deutsche fährt nach Italien,
kauft sich den besten Salat mit dem besten Salatöl, fährt aber wieder nach Hause, schwärmt zu Hause von dem italienischen Essen, kauft sich aber dann, als jetzt diese Speiseölkrise war, haben sich die Menschen um das billigste, um das neutralste Speiseöl an den Regalen gebettelt. Das ist eine Bewusstseinsbildung, die wir dringend verändern müssen. Ja? Im Urlaub sind wir vielleicht bereit, gutes Essen zu bezahlen. Und nicht von ungefähr kommt der Spruch, dass der Italiener mit seinem Fiat 500 zum Markt fährt und kauft dort gescheit ein. Und der Deutsche fährt mit dem Porsche Cayenne zum Aldi und kauft da gescheit ein. Ja? Also, das muss man nämlich schon mal sagen. Und da gehört auch wirklich eine Bewusstseinsänderung her. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist wirklich so, wir haben europaweit die höchsten Durchschnittslöhne und wir haben bedauerlicherweise genau die geringste Quote, was wir für Lebensmittel ausgeben. Und das kann es einfach nicht sein. Deswegen bin ich nochmal dankbar, dass wir die Landfrauen haben, dass wir die Kinder schon darauf vorbereiten, was es bedeutet, gute, gesunde Lebensmittel auch zu essen. Dankeschön, Frau Dippmann. Sie sind, glaube ich, ich behaupte es jetzt mal, die Jüngste in diesem Kreis hier auf der Bühne. Wie versuchen Sie denn auch auf Ihre Generation einzuwirken als Landwirtin? Wie versuchen Sie, die zu beeinflussen und denen auch diese Sachverhalte klarzumachen? Naja, also durch meine Freunde zum Beispiel, wo ich ab und zu mal einlade, einfach mal zu mir in den Stall zu kommen oder auch denen erzählen, wie ich einkaufe. Also ich kaufe grundsätzlich fast nur regional ein und ja, versuche halt in der Hinsicht einfach auf die zuzugehen und zu sagen, so und so könnten wir es vielleicht machen oder wäre das vielleicht nicht mal eine Lösung oder eine Idee für eure Familie auch. Also ich finde es auch immer eine schöne Idee. Wir haben mittlerweile so viele Direktvermarkter oder die Produkte auf dem Hof herstellen, ob es Essig, Öl oder sonst irgendwas ist. Und da finde ich das immer schön, dass man mal ein Umdenken hat und nicht, wenn man irgendwo eingeladen ist, dann einen Wein aus Italien oder Frankreich mitnimmt, sondern dass man da wirklich Produkte aus dem Hofladen kauft und die verschenkt und dann die Leute damit anfixt, ja. Weil das ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt nur das 0815 Öl oder Essig daheim habe und meinen Salat immer damit mache oder ob ich einfach variiere, dass ich einfach verschiedene Geschmacksrichtungen habe. Und da kommt der Verbraucher dann oder die Familie oft da drauf, dass man sagt, ah, wir wollen da mal was ändern. Und wir haben ja in Kenia auch ein Projekt für die deutschen Landfrauen mit Bäuerinnen in Kenia und da ist das Essen noch eintöniger gewesen. Und wir haben mit denen Schulungen gemacht, wie sie einfach andere Gerichte kochen oder die Gerichte einfach aufbereiten und. Und da war so der schöne Spruch, also wie wir jetzt wieder unten waren, haben sie gesagt, seit dass wir die Schulungen gemacht haben und anderes Essen auf den Tisch bringen, ist es in der Familie ruhiger und friedlicher. Und, aber das ist vielleicht das Umdenken, dass man einfach einmal, was esse ich eigentlich? Wie kann ich das umstellen? Dass es nicht von heute auf morgen funktioniert, wissen wir auch. Aber dass man einfach Schritt für Schritt einmal in diese Richtung geht. Darf ich noch ein Wort dazu sagen? Also ich bin ja immer ein bisschen sarkastisch unterwegs. In Deutschland, in Frankreich ist es wichtig, wie das Tier heißt, das man auf den Grill legt. Wie das Tier geheißen hat. In Deutschland ist es wichtiger, wie der Grill heißt. Ein noch aktiver Landwirt, 66, ein Altsitzer, 67, die beschäftigt die Frage, wer bestimmt eigentlich die Produktionsstandards? Das ist das eine. Der Altsitzer meint, es ist eigentlich der Lebensmitteleinzelhandel, der sich damit Wettbewerbsvorteile verschaffen will. Und die andere Frage lautet, oder das war ja keine Frage, aber ein Verdacht zumindest, und die andere Frage lautet, macht die Ernährungsindustrie nicht viele Bemühungen der Landwirtschaft für Transparenz und gesunde Ernährung kaputt? Naja, es geht schon um das Einfordern, ja. Also man kann nicht ständig einfordern und dann nicht dafür bezahlen. Wir müssen uns bewusst werden, was wir tatsächlich, ich meine, die Landwirte halten eh so viel aus und das ist nicht in Ordnung, ihnen dann immer noch eins draufzudrücken, ja. Also ich kann mich noch erinnern, welche Diskussionen das ausgelöst hat mit der Anbindehaltung, mit der Ganzjährigen. Als ich das angesprochen habe, hat es eine Volleskalation gegeben im Bauernverband, ja.
Aber Faktum ist, dass wir seit 30 Jahren in Bayern zum Beispiel keine ganzjährigen Anbindehaltungsstelle mehr gefördert haben. Und sich dann auf den Weg zu machen, okay, es könnte sein, dass die ein oder andere Molkerei die Milch nicht mehr abnehmen wird, weil der LEH sie nicht mehr will. Und dann muss man wissen, wo ist der Konkurrenzkampf, wo ist der Wettbewerb? Und da bin ich wieder beim Angebot und Nachfrage. Wir müssen schon auch schauen, und deswegen bin ich auch mit Aldi und Co. und mit allen ja im Gespräch, zu sagen, bitte, wenn ihr euch Haltungsformen wünscht für den Verbraucher, weil ihr der Meinung seid, der Verbraucher möchte das, dann muss auch ein 10-Jahres Handschlagqualitätsvertrag her, und dann kann sich nämlich der Landwirt darauf einstellen. Dann kann auch ein Preisgefüge verhandelt werden, dann kann der seinen Stall umbauen, weil er eine Planungssicherheit hat. Und das wird, glaube ich, immer das Problem sein. Ich denke, dass es bei BMW, liebe Frau Haas, Sie bringen immer gerne die Beispiele, das habe ich auch schon oft genug getan. Ich bemühe dann gerne die Automobilindustrie, weil wenn heute BMW nur schwarze Autos produziert und der Kunde sagt, ich will aber nur noch rosane fahren, dann werden wir uns vermutlich darauf einstellen müssen. Und ich kann mich noch gut erinnern, liebe Frau Reidelshöfer, dass Sie mal gesagt haben zu mir in einer großen Bahnverbandsdiskussionsrunde, ja, wenn der Kunde das will, dann produziere ich ihm das, aber er muss es halt bezahlen. Und das ist, wir kommen immer wieder auf denselben Standpunkt zurück. Wenn ich etwas haben will, muss ich es auch bezahlen. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Ich schaue genau, was in anderen Ländern passiert. Also wir dürfen unsere Landwirtschaft nicht umbringen. Ja? Und das passiert aktuell. Und wir brauchen auch, im Übrigen bringt uns das in Deutschland überhaupt nichts oder in Bayern, wenn es dann heißt, naja, dann senkt man halt die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse, so wie sie ein Vorschlag jetzt ist. Auf welches Obst und Gemüse wollen wir das reduzieren? Auf 36% Selbstversorgungsgrad beim Gemüse und auf 6% Selbstversorgungsgrad beim Obst? Ist doch lächerlich, wenn man dann auf einmal die Kiwi aus Neuseeland subventioniert, weil man keine Steuern mehr drauf hat. Also macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen zu schauen, bitte, Preisgefüge muss auch immer passen und auch der Druck. Deswegen haben wir uns im Übrigen auch ausgesprochen. Wir haben gesagt, eigentlich bräuchten wir ein klares Auflagenmoratorium aus dem Bund, aber auch aus Brüssel, weil das hält der stärkste Bauer nicht aus, was da alles auf uns zukommt. Wenn ich mir jetzt die Emissionsrichtlinien anschaue, die geändert werden soll auf Brüsseler Ebene, das würde für uns in Bayern bedeuten, dass automatisch von den Auflagen nicht mehr 500 Landwirte betroffen sind, sondern 5000. Und das macht was aus, ja, bei 103.000 Betrieben. Und wenn wir alle nur noch jeden Betrieb eigentlich so beäugen wie ein Atomkraftwerk, dann können wir zusperren. Dann können wir zusperren. Und ich bin mittlerweile auch so weit, ich habe die Frage schon unseren Europaabgeordneten gestellt, aber auch schon im Bund. Bitte sagt es ehrlich, was habt ihr mit dieser Landwirtschaft vor? Ja, weil dann sagen wir es den Landwirten ehrlich, dann können sie die Tür zusperren. Weil das hält wirklich kein Mensch mehr aus, was da alles kommt an Überlegungen, an überzogenen Überlegungen. Also der gesunde Menschenverstand ist da weit entfernt. Deswegen machen wir uns zum Beispiel bei Produktionsstandards oder eben auch bei der TH Luft ja selber Gedanken, wie wir Verwaltungsverordnungen, Vereinfachungen fürs Bauen und so weiter und so fort auf bayerischer Ebene noch durchbringen. Also wir kämpfen trotzdem, obwohl es wirklich manchmal den Anschein hat, es ist wirklich ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, ist denn auf Europaebene das Thema Ernährungssicherung gar keines mehr? Ich meine, das war vor einem Jahr in aller Munde, nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Da ging es um kaum ein anderes Thema. Jetzt ist es wieder weg. Es ist etwas, was auch jemanden hier im Publikum beschäftigt, der sich fragt, ob 10 Kilogramm Weizen in der Bundesnotreserve pro Kopf, ob das eigentlich reicht. Ist das nicht zu wenig? Also das ist ja immer quasi der Vorgriff, ja. Das ermahne ich ja seit Beginn der Ukraine-Krise. Ich habe ja im Übrigen, wenn Sie müssen nur das Landwirtschaftliche Wochenblatt lesen, ja, da steht das alles drin in den letzten 12 Monaten. Ich war diejenige, die jede Woche Cem Özdemir darauf aufmerksam gemacht hat, dass es nicht reichen wird im Übrigen, ja, bei uns in Deutschland, in Europa Flächen stillzulegen. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und auf der anderen Seite eigentlich genau die Produktion dem Weltmarkt aber auch alleine zu überlassen, weil ich finde es ehrlich gesagt ein Wahnsinn, der moralische Ansatz, den Afrikanern zu sagen, Deutschland schiebt euch jetzt mal 10 Milliarden Euro rüber, jetzt kauft es mal ein am teuren Weltmarkt, das geradezu hanebüchen, fällt mir ehrlich gesagt gar nichts mehr ein.
Also wir brauchen die Urproduktion. Ich habe das vorhin schon gesagt. Und wenn man genau schaut, was aktuell passiert, die Zahlen haben mich total überrascht. China und Russland haben das längst verstanden, dass die Ernährungssouveränität für ihr eigenes Land geostrategisch, geopolitisch von zentraler Bedeutung ist. Die schaffen das, aber von Millionen Tonnen Getreide zurückzuhalten. Wenn man schaut, dass zum Beispiel Länder wie Saudi-Arabien, aber auch Russland sich weitere Flächen sichern in der Welt, Produktionsflächen sichern, das ist schon bei Pachtflächen und Kaufflächen sind die wohl ungefähr, habe ich jetzt neulich aus dem Ministerium erfahren, 40 Millionen Hektar. Das ist eine Dimension der Produktionsstätten, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn die sich genau diese Flächen für die Urproduktion sichern und wir in Europa sagen, wir ziehen aber jetzt mit einer Gewalt den Green Deal durch, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, bei der GAP die 4% Flächenstilllegungen in der Konditionalität, aber dann über den Green Deal die Biodiversitätsstrategien mit 30% Flächen stillzulegen in Wald und Flur. Gute Nacht, Europa, dann sind wir von allem abhängig, ja, von allem, brauchen wir überhaupt nicht weiterreden. Und das darf es nicht sein, dass wir ausgeliefert sind von Agrarländern wie Russland, China, ja, meinetwegen Brasilien und auch Amerika. Also da wird uns keiner helfen, da wird uns keiner helfen. Deswegen bin ich in der klaren Forderung und bleibe auch dabei, die Europäische Kommission muss dringend eine Folgenabschätzung tätigen, was es bedeutet, wenn wir die Pflanzenschutzmittelverordnung kriegen würden, wenn wir den Green Deal so umsetzen würden. Wir wollen wissen, was das bedeutet. Denn bei uns, wir wissen es jetzt schon, wenn die Pflanzenschutzverordnung im Übrigen so käme, wie sie jetzt festgeschrieben ist oder vorbereitet wird im Entwurf, das bedeutet 28% weniger Getreide in Europa. 28% weniger Getreide in Europa. Ja, an was denken die denn, ja? Also alleine die Welt zu retten, wird nicht funktionieren. Entweder machen alle mit oder keiner. Das brennt jetzt auch bei mir. Der Herr Özdemir sagt ja immer, wir können die Welt nicht retten. Wegen unserer 4%, die wir stilllegen sollen, das schlägt nicht ins Gewicht. Aber man muss auch wissen, wenn wir in Deutschland keine Lebensmittel importieren und keine Futtermittel, was uns ja auch immer vorgeworfen wird, vom Kaffee sage ich jetzt einmal vorsichtshalber nichts, nicht, dass ich da wieder Gegenwind kriege. Haben wir einen Selbstversorgungsgrad über alle Lebensmittel gesehen von 80%. Weltweit hungern 10% der Menschen. Das heißt also, 90% haben zu essen. In Deutschland hätten 80% zu essen. Also ich glaube, diese 4%, damit retten wir nicht die Welt. Aber diese 4%, wo wir dann Getreide oder Lebensmittel anbauen können, das hilft dazu, dass wir nicht so viel am Weltmarkt den armen Ländern wegkaufen müssen. Weil wir, bei uns werden die Regale immer voll sein. Wir haben genügend Geld. Aber die Armen fallen hinten runter. Und deshalb bin ich also strikt gegen diese 4%. Das ist ein Unsinn. Und was ich eigentlich mittlerweile bei der Bundesregierung, jetzt wäre ich ein bisschen politisch, darf ich ja. Ich sage nichts über die CDU-CSU. Problematisch wird es, wenn man als Ideologe in der Politik ist und diesen Unsinn dann selbst noch glaubt. Jetzt machen wir einen kleinen Cut nochmal, um auf eine Frage aus dem Publikum einzugehen. Ist jetzt auch wieder nicht Ihr Ressort? Da geht es jetzt um PV-Pflicht auf Dächern. Warum haben CSU und die Freie Wähler die Pflicht ab 1.3. nur für neue Maschinenhallen und Ställe sowie für Gewerbe beschlossen, nicht aber für alle privaten Wohnhäuser, Neubauten und staatliche Gebäude? Also wir bitte? Ich mache alles, was Sie sagen, fast alles. Weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass wir nicht so arbeiten wollen wie eine Bundesregierung, ja? Also ich finde Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht. Und schauen wir doch mal, was passiert aktuell. Als die Ukraine-Krise losgegangen ist, mit dem 24. Februar letzten Jahres, haben alle auf einmal angefangen zu rotieren und zu sagen, ich brauche eine PV-Anlage auf dem Dach. Bei uns, ich wohne in einer Stichstraße, alles junge Familien, alles Reihenhäuser. Auf einmal haben die sich selber die Module aufs Dach geschraubt, ja, weil jeder Angst hatte, in irgendeiner Form nicht mehr, ja, versorgt zu sein.
Also ich glaube, dass der Schwung jetzt wirklich sehr gut passiert ist, was wir allerdings schon auch beachten müssen, und ich bleibe dabei. Ich habe ja gesagt, rauf auf die Dächer, es passiert wirklich sehr viel, aber Sie haben es mir vorhin auch nochmal, oder du hast es mir vorhin zugerufen, es hilft uns nichts, wenn wir die besten und stärksten PV-Anlagen auf dem Dach haben, aber keine Stromleitungen. Also auch da wird ein Nadelöhr sein. Wir müssen wirklich klug sein, jetzt den Ausbau forcieren. Markus Söder ist da wirklich zu allem bereit. Er hat erst gestern wieder auch im Bayerischen Kabinett sehr deutlich gesagt, wenn der Netzausbau hakt, dann müssen wir halt da auch nochmal einsteigen. Und zur Not muss man halt gewisse Dinge selber planen und halt unterstützen. Also wir bleiben da dabei. Also ich kann ehrlich gesagt nicht mehr sagen, aber wir bleiben in Bayern schon dabei. Jeder schimpft übers Ordnungsrecht. Jetzt muss ich nur schnell eine Nachricht raussuchen, die ist mir vorhin noch schnell zugeschrieben worden. Habeck plant eine baurechtliche Privilegierung von PV-Freiflächenanlagen. Viel Spaß. Und da sieht man, wie grüne Ideologien dann auf einmal anderes wiederum konterkarieren. Also ich kann es nur sagen, beschämend, beschämend hier nicht umzulenken. Also ich habe jetzt neulich eine Aussage gehört, ich sage jetzt nicht von wem. Angeblich hätte die Energie in ihrem ganzen Gebiet keine Freiflächen-Photovoltaikanlage, die zwischen März und Oktober bei Sonnenschein zwischen 10 und 15 Uhr am Netz ist. Angeblich hat die Energie in ihrem ganzen Gebiet keine Freiflächen-Photovoltaikanlage, die bei Sonnenschein zwischen März und Oktober zwischen 10 und 15 Uhr am Netz ist und Strom liefert. Also wenn das wirklich stimmt, liebe Leute, wir können nun mal in jeder Gemeinde 20, 30, 40, 50 Hektar Freiflächen Photovoltaikanlagen bauen. Theoretisch sind wir dann energieautark, sagt übrigens auch meine Gemeinde, was ich sehr kritisch sehe. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, das wird uns nichts helfen, wir können theoretisch alles haben. Praktisch muss es sein. Wir müssen praktisch die Energie haben, nicht theoretisch. Also bevor noch mehr zugebaut wird und damit wertvolles Ackerland zugebaut wird und auch bei unserem Jura diese in Anführungszeichen niedriger Ertragsstandorte, die wir haben. Es gibt Äcker, wir dreschen einfach nur bei besten Bedingungen 50, 55 Dorfzentner Weizen. Aber selbst diese Flächen bringen noch mehr Ertrag, wie die meisten Flächen weltweit gesehen. Das müssen wir uns auch im Klaren sein. Zum Thema PV-Anlagen, da kam im Vorfeld auch eine Frage, wäre es denn nicht möglich, diese Anlagen auch an Fassaden von Fabriken oder Supermärkten anzubringen? Vorteile wären meines Erachtens, schrieb der oder die, keine Bedeckung durch Schnee, kalte Nordostwinde werden abgehalten, dadurch weniger Heizkosten, Sommerhitze wird abgehalten, dadurch weniger Kühlung, und dann kommt noch so ein bisschen ein kleiner Aufschrei. Es kann doch nicht sein, dass das Land die Stadt mit allem versorgt. Ja, es ist natürlich ein guter Seitenhieb sitzt. Also das Stadt-Land-Gefüge habe ich jetzt gemeint. Wenn man heute überlegt, dass es ja auch den Solarwürfel gibt als Haus, dann ist es durchaus machbar. Man muss sich halt überlegen, ob man nachträglich wirklich Solarmodule an ein Haus baut. Ich bin jetzt eine Frau, möchte auch bleiben. Ich wollte damit sagen, ich bin technisch nicht versiert. Ja? Also man kann das schon überlegen, aber ich glaube, es muss natürlich jetzt auch wahrscheinlich, da wird was viel passieren in den nächsten Monaten und Jahren in der Technik, aber es leuchtet mir nicht ganz ein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestehendes Haus habe mit einem Dachvorsprung und gebe da natürlich meine Module hin, habe ich natürlich bin gespannt, was das mit Montage bedeutet, ja, was das für Kosten generiert, aber natürlich auch eine Verschattung. Also da bin ich jetzt kein Profi, ich weiß, dass es diese Solarwürfel gibt, muss man ausprobieren, muss man machen. Also ich denke aber trotzdem, dass es auf den Dächern einfach phänomenal ist. Und ich könnte mir ehrlich gesagt auch vorstellen, ob man nicht eben so eine Art Schneeschiebefunktion, ob das nicht auch Sinn machen würde, weil ich habe selber auch eine PV-Anlage und ich ärgere mich schon auch, dass es halt einfach dann nicht funktioniert. Aber ich möchte zu Ihnen nochmal sagen, Herr Auenhammer, die Frage wird immer bleiben, es geht ja immer um den Energiemix und es geht um die Grundlastfähigkeit. Deswegen habe ich auch im Übrigen kein Verständnis, wenn man Photovoltaik und Windkraft forciert, aber Wasserkraft maximal, ja, wie sagt man, verhindert und behindert.
Also wir wollen in Bayern den Gesamtausbau haben. Wenn man sich anschaut, ich war erst am Samstag beim Landesverband der bayerischen Müllerinnen und Müller. Wenn man sich da vorstellt, dass da unendlich viele Wasserkraftwerke dranhängen, die Versorgung eben auch gegeben ist, dass wir 5000 kleine Wasserkraftwerke in Bayern haben, aber der Bund eigentlich gern mal sagt, nein, Wasserkraftwerke, es geht auf keinen Fall. Der Fisch wird da maximal geschützt, der Rotmilan ist dann wieder wurscht. Also da muss man auch Ehrlichkeit walten lassen und da brauchen wir auch den Energiemix und die Grundlastfähigkeit. Wir sind in Franken, da gibt es gerade auch Vorsprünge. Sie liefern mir immer die Stichwörter. Wunderbar, Frau Kanniber. Wasser. Jetzt waren wir beim Wasser. Jetzt sind wir beim Altmühltaler Mineralwasser. Aldi Nord hat da zugeschlagen und es gekauft. Eine Anmerkung, eine Frage. Ich habe Angst, dass das vielleicht auch mit dem Trinkwasser passiert. Kampf ums Wasser war vor vielen Jahren mal ein Thema. Da haben wir aber das weit von uns gewiesen. Da dachten wir, das passiert in anderen Erdteilen. Aber dass in Deutschland sowas jetzt passieren könnte, es rückt näher. Also die Fragestellerin sagt, ich habe Angst, dass das vielleicht auch mit dem Trinkwasser passieren kann und dann die Versorgung in dieser Qualität und zu diesem Preis nicht mehr gewährleistet ist. Können Sie dazu etwas sagen? Es gab ja immer wieder Bestrebungen, vor einigen Jahren auch schon mal im Rahmen des Europawahlkampfes, ein riesengroßes Thema, darf uns natürlich nicht passieren, die Privatisierung des Trinkwassers, ja, dass das in irgendwelche Konzernhände landet, darf nicht sein, weil es könnte theoretisch sein, dass man hier den Gewinn für sich zieht und dann schlussendlich vielleicht die Wasserleitungen eben und auch die Wasserversorgung nicht unterstützt, nicht ausgebaut wird, nicht saniert wird. Das ist eine zu große Gefahr. Ich bin auch ein Feind davon. Es gibt ja große Konzerne, die in anderen Drittländern ja auch dieses Wasservorkommen für sich sichern. Ich finde, für Europa darf das auf keinen Fall sein. Und wenn man heute in den sozialen Medien unterwegs ist, sieht man nochmal sehr deutlich auch die Aussage von CDU, CSU, aber eben auch der Europaparlamentarier, dass wir uns ganz klar dagegen verwehren, dass das Trinkwasser hier privatisiert werden soll und darf. Ich möchte jetzt nochmal jemanden aus dem Publikum zu Wort kommen lassen. 67 Jahre Rentner steht da. Das ist, trifft schon, trifft hart und trifft im Kern und ist natürlich sehr ehrlich. Die Frage, wie viele Verbraucher, keine Landwirte, sind hier im Saal? Hände hoch. Keine Landwirte, sondern nur in Anführungszeichen Verbraucher. Genau. Und da schreibt der Herr, da sieht man das Problem. Jetzt wäre meine Frage, die ich jetzt einfach mal in die komplette Runde geben würde, beziehungsweise von einem zum anderen. Wie schaffen wir es denn? Mein Anliegen ist es auch, ich finde es ganz, ganz wichtig, aber wie schaffen wir es denn wirklich, mehr Verbraucher in diesen Dialog reinzukriegen? Die Landwirte kennen die Probleme. Die wissen ganz genau, wovon sie reden. Wie holen wir die Verbraucher hier rein? Sie haben ja gesagt, Herr Auerhammer, das soll eine regelmäßige Veranstaltung werden, was toll wäre, aber wie holen wir die daher? Frau Kanniber, möchten Sie anfangen? Wir Frauen haben zwar gern das letzte Wort, aber offenbar trauen sich die Männer hier nicht so. Ich glaube, der Mensch ist, wie er ist und man darf da auch nicht schimpfen. Wir sind alle irgendwo gleich. Ich glaube, dass die direkte Konfrontation oft die unliebsamste ist. Ich glaube, dass es genau richtig ist, wie es viele Bäuerinnen und Bauern machen, dass sie den Tag des offenen Hofes gestalten. Dass sie Urlaub auf dem Bauernhof zum Beispiel, ist der Trend schlechthin. Der Urlaubsgast, der aus Hamburg, München, Berlin kommt, wundert sich auf einmal, dass die Kühe im Stall total entspannt sind, dass es diese Massentierhaltung, von denen vielleicht ein Herr Jennecke spricht, dass es die so in dieser Form gar nicht gibt. Und man klärt auf, man klärt den Verbraucher auf. Und über die vielen Aktionen, die ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass das der einzige Weg ist, mit Gewalt, dass wir die hier reinziehen von der Straße und sagen, jetzt kommen Sie mal mit und jetzt sagen wir Ihnen mal, wie die Milch produziert wird. Das wird nichts bringen. Ich glaube, dieses niederschwellige Angebot machen die Bauern sehr, sehr gut.
diese Aufklärung, und da müssen wir halt noch besser werden. Ich habe auch immer wieder gesagt, gerade die jüngeren Landwirte habe ich immer gebeten, wir machen jetzt ein großes Landwirts-Influencer-Treffen, heißt es so? Franz Stangl, heißt es so? Ja, passt nicht auf. Da steht meine Influencerin. Judith, heißt es Influencer-Treffen? Hoffluencer, also noch besser. Also wir haben extra ein Hoffluencer-Treffen, und meine Bitte war es ja auch, dass wir die Landwirte dazu bringen, von ihrer Arbeit zu berichten. Heutzutage, ich weiß ja nicht, wie viele Kinder Sie alle haben. Ich habe 3. Und ich finde, ich sage das oft zu meinen Töchtern, ich befürchte, wir müssen dieses Telefon aus eurer Hand, das kann man nur noch chirurgisch entfernen. Aber der Landwirt muss arbeiten, und der Landwirt, es wäre halt schön, wenn er von Zeit zu Zeit einfach ein Selfie oder ein Video macht von der Arbeit, die er gerade tätigt, und dass er eben erklärt, warum es auch Pflanzenschutzmittel braucht, warum vielleicht auch ein Tier mal ein Medikament braucht, genau wie wir Menschen, dass man darüber redet, wie es wirklich läuft. Und ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, die Menschen zu erreichen. Also mit Gewalt werden wir uns da keine Freude machen. Da muss ich unsere Ministerin unterstützen. Ihr dürft ruhig einmal applaudieren. Dann kann ich die Ministerin nur unterstützen. Wir können nur Aufklärungsarbeit machen und immer wieder anbieten. Und wir Landfrauen sind da immer sehr darauf bedacht, dass man einfach den Dialog macht. Wir machen Kochvorführungen und vor allem mal mit unserem Bildungswerk, mit unseren Bildungsveranstaltungen, die wir in den Dörfern auch anbieten. Da sind ja immer alle eingeladen, es ist ja für alle offen. Und da sind wir immer bemüht, dass wir einfach im Kontakt, im Gespräch ist. Und nur durch Aufklärung, wie wir unsere Arbeit machen, können wir nur den Verbraucher auf unsere Seite bekommen. Und wie gesagt, wir wollen bei den Kindern schon anfangen. Weil wie gesagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und wenn wir die Kinder wieder auf unsere Höfe bringen, wenn wir das einfach mit der Landwirtschaft näher bringen, wie wichtig es ist, unsere Lebensmittel zu produzieren, und vor allem auch, wie können wir auch wieder die Verbraucher auf unsere Seiten bringen. Wie gesagt, mit Gewalt geht gar nichts. Wir können es nur immer anbieten und hoffen, dass unser Angebot gut angenommen wird. Ja, dem kann ich eigentlich nur nichts mehr hinzufügen. Ich kann nur sagen, also für solche Veranstaltungen einfach mal Bekannte mitnehmen, einladen und immer wieder einladen. Ja, jetzt so. Genau. Also einfach auf die Verbraucher zugehen, einladen zu unseren Veranstaltungen, die wir anbieten, und ja, vor allem auch junge Familien immer mitnehmen, und ja, genau. Sorry, machen wir das mal anders. Entschuldigung. Ja, es passiert ja vor Ort sehr viel mit den Landfrauen. Tolle Arbeit. Auch bei den Jungen, wir schließen mit unseren Bayerischen Bauern bei den bisschen Älteren an, und alle, die sich nicht den Weg schaffen aufs Land, versuchen wir, sie praktisch in die Stadt zu bringen oder ins digitale Umfeld zu bekommen und da Einblicke zu schaffen. Auch mit Influencern, auch zusammen ein tolles Projekt mit dem BBV, die Feldbotschafter, dass wir schauen, wir müssen der Landwirtschaft ein Gesicht geben, wir müssen mit der Sympathie arbeiten, wir müssen Genuss vermitteln. Nicht nur immer die harten Fakten, und so müssen wir schauen, dass wir sie einfach begeistern dafür, dass man darüber nachdenkt, wo kommt das Essen her und was kaufe ich. So, und jetzt kommt noch meine Wenigkeit. Wir bringen die mit den Verbraucher her. Also wir im Landkreis haben das Projekt zusammen mit der Zukunftsinitiative Altmühlfranken. Hier mal herzlicher Dank an unseren Landrat, dem Regionalbuffet und dem Amt für Ernährung und Landwirtschaft von Pfosten. Auch hier ist der Chef da. Herzlichen Dank für dieses Projekt. Wir versuchen jetzt in einer Region die Betriebe vorzustellen. Geplant ist das als Radltour, hatten das letztes Jahr schon, hatten etwas mit Pech mit dem Wetter, das war im September, der einzige kalte Tag des Jahres, aber eine Familie ist mit dem Fahrrad gefahren. Aber dort kann sich der Verbraucher die einzelnen Betriebe anschauen,
auch darüber informieren, wo bekomme ich die Produkte. Das planen wir heuer auch noch in der Gegend um Babbenheim rum, Bieswang da hinten in der Ecke. Ist vielleicht auch mal für die Menschen oder die Verbraucher aus Gunzenhausen interessant, wo ist Bieswang. Ja. Und eine zweite Möglichkeit, die mir ganz spontan einfällt, Landwirtschaftssimulator. Kauft euren Kindern Landwirtschaftssimulator, lasst das denen ihren Freunden in der Schule vorstellen. Das ist ein sehr guter Schritt, da auch was reinzubringen für die breite Bevölkerung und auch für Stadtkinder oder Schulkameraden. Glaubt mir, das macht Spaß, das zu spielen. Habe ich auch schon gemacht. Da braucht man nicht hinaus, wenn draußen ein mistiges Wetter ist, kann man sowas mal machen, wenn man nicht gerade über die Düngeverordnung sitzt. Aber das ist ein ganz guter Weg, dann selbst da drin muss man säen, muss man pflügen, muss man grubbeln, muss man düngen, um zu ernten. Und das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung, dass der Verbraucher weiß, damit ich ernten kann, muss ich erst mal säen. Ganz herzlich bedanken und auch das Mikrofon an unsere Kreisbäuerin für das Schlusswort übergeben. Ja, also ich freue mich sehr, dass ich heute die Veranstaltung beenden darf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Frau Kanniber, dass sie ihr Versprechen gehalten hat vom August und nochmal zu uns gekommen ist und die Fragen zu beantworten von hauptsächlich den Verbrauchern. Und ich denke, das waren jetzt heute hauptsächlich Verbraucherfragen, die wir beantworten konnten. Ja, das Thema Dialog zwischen Verbraucher und Landwirten liegt auch der Landfrauengruppe immer sehr am Herzen. Wir haben es heute schon angesprochen, Schule fürs Leben, Alltagskompetenzen. Ja, und der Weltverbrauchertag ist heute auch schon angesprochen worden. Dazu hat unsere Landesbäuerin, die Christine Singer, Statement heute auch abgeben. Das darf ich jetzt mal kurz vorlesen. Wir Landfrauen mögen es vielfältig und regional pflanzenbetont und mit besten Lebensmitteln von Tieren aus bayerischer Herkunft. Dafür machen wir uns stark. Und unsere Kinder, die Verbraucher von morgen, lernen das spielerisch in der Schule für ihren Alltag. Deshalb braucht es die Projektwochen, Alltagskompetenzen und ein eigenständiges Schulfach. Genau. Auch wir im BBV, im Landkreis, haben in dem Bereich sind wir aktiv geworden, haben einen Arbeitskreis gegründet und zusammen mit den Schulen wollen wir im nächsten Schuljahr auch die Projektwochen anbieten. Und ich freue mich schon gescheit auf das Projekt und hoffe, das wird ein großer Erfolg.